und herzlich willkommen bei Lehrer Schmidt. Jetzt war ich ein paar Tage nicht da, ihr habt es gemerkt. Liegt ganz einfach daran, ich habe momentan viel zu tun. Und trotzdem möchte ich ein Video eben kurz dazwischen schieben, weil es mich wirklich so richtig berührt. Habt ihr heute Nachrichten geguckt? Es gibt jetzt tatsächlich das erste oder die ersten beiden Designer-Babys. Ne? Also der nächste Tabubruch ist einfach da. Und das muss ich kurz erklären. Also Designer-Baby bedeutet, da hat ein Forscher, in diesem Fall ein chinesischer Forscher, im Genmaterial der Embryonen herumgewurschtelt und jetzt sind die Kinder da. Also man kann es nicht mehr aufhalten und es ist passiert. So, jetzt hat der Wissenschaftler das Ganze präsentiert und veröffentlicht und hat gesagt, so, ich habe das jetzt gemacht und zwar habe ich das gemacht, damit die Kinder ihr ganzes Leben lang vor HIV, also vor AIDS, geschützt sind. Okay, so, jetzt mögen die Absichten ja durchaus positiv sein. Fest steht aber auch, dass eben das, was er da jetzt gemacht hat oder mutmaßlich gemacht hat, weil es gibt keine Beweise, ist das überhaupt gut? Und welchen Einfluss hat das? Und die beiden Menschen, die dort geboren wurden, sind die gefragt worden? Wohl kaum. Das heißt, da wachsen jetzt zwei Menschen auf mit verändertem Genmaterial und zwar mit von Menschen verändertem Genmaterial und niemand weiß, welchen Einfluss das hat. Das mag gut sein, dass er das gut gemacht hat und dass jetzt tatsächlich diese beiden Kinder vor dem HIV-Virus geschützt sind, was aber nicht klar ist, ob eben diese Veränderung auch andere Veränderungen mit sich führt. Und darüber hinaus ist für mich ja immer noch die große ethische Frage, darf ich im Genpool der Menschheit rumfuschen? Darf ich Designer-Babys erstellen? Und wo führt das Ganze hin? Das heißt also, kann ich in Zukunft so den Katalog beim Arzt aufschlagen und sagen, ja, ich hätte gern sportlich, intelligent, gut aussehend und dann nochmal oh, weiblich, männlich, Hauttyp, Vollbart, bitte ohne Brille? Ist sowas bald alles möglich? Und wollen wir das? Wollen wir das wirklich? Möchtest du dein Kind aus dem Katalog bestellen? Eine wirklich, wirklich furchtbare Vorstellung. Ja, zum Teil gibt es das heute. Es gibt Vorsorgeuntersuchungen und es gibt Vorsorgeuntersuchungen, die eben informieren sollen. Ja, das ist alles nicht neu. Aber möchte ich wirklich ein Kind aus dem Katalog bestellen mit entsprechenden Kriterien? Und da gibt es diesen alten Spruch in der Wissenschaft. Alles, was möglich ist, wird auch gemacht. Und genau das sagt dieser chinesische Forscher. Der sagt schlichtweg, naja, ich habe das nur deswegen gemacht, weil wenn ich es nicht gemacht hätte, hätte es wer anders gemacht. Tja, und wahrscheinlich, so schlimm wie es ist, wahrscheinlich hat er recht. Wahrscheinlich ist das tatsächlich so, irgendwann hätte es irgendjemand gemacht. Und jetzt ist es wohl scheinbar in China soweit. Und jetzt ist meine Frage an euch, was haltet ihr davon? Sagt ihr, furchtbar, das geht überhaupt nicht, die armen Kinder. Oder sagt ihr, ah, endlich packt's mal einer an, das ist sowieso die Zukunft. Und was denkt ihr, wo führt das Ganze hin? Also was passiert jetzt? War das jetzt praktisch der Startschuss? Ist ab jetzt alles möglich? Kann ich tatsächlich in ein paar Jahren sagen, also die Eigenschaften, die möchte ich, aber hier die Augen, die möchte ich nicht. Und vielleicht sportlicher? Wollen wir das echt? Ich weiß nicht. Ich will eure Meinung hören. Ich sage euch aber meine Meinung. Ich brauche das nicht. Also, ihr seid dran. Ich bin raus. Okay? Das war's.